Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Ausstellungseröffnung. Die erste Ausstellungseröffnung mit Stipendiaten seit langer Zeit. Ich freue mich sehr, dass das mal wieder möglich war. Endlich kann die Stadttöpferei wieder so arbeiten, wie es gewohnt ist. Und wir haben zwei Gastkünstlerinnen, die ihre Werke vorstellen werden. Das ist ein freudiger Anlass und ich freue mich, dass wir nicht alleine sind, sondern dass Sie uns der Einladung gefolgt sind und dass wir die kleine Tradition, die wir angefangen haben, die Eröffnung hier im Garten zu machen, aus Corona-Gründen, aber auch weil das Wetter schön ist, dass wir die heute fortsetzen können. Also herzlich willkommen Ihnen allen, schön, dass Sie da sind. Im Namen der Hans-Hoch-Stiftung begrüße ich Sie alle recht herzlich und vor allen Dingen möchte ich mein herzliches Willkommen den beiden Künstlerinnen aussprechen. Frau Janina Mironova, das sind Sie, und Frau Victoria Mardotti. Welcome to Neumünster. I work here with porcelain. And this is my first time to make a whole collection from porcelain, and it's been interesting and developing time for me. Sie hat im Porzellan gearbeitet und die Zeit hier war für sie sehr interessant und sehr wichtig auch für ihre Entwicklung. Sie bedankt sich bei der Stiftung und bei mir und meiner Familie und für die Hilfe. Okay, also sie versucht eine Symbiose zwischen Wolle und Porzellan herzustellen. Die Wolle und das Holz, was sie benutzt in ihrer Arbeit, brennt im Ofen weg und am Ende bleibt das Porzellan stehen. Das ist das, was in der Ausstellung auch sichtbar ist. After firing, they have a kind of hybrid character, and because of this, they play with the perception and also they create illusions.